Polenta, Creme Double, Butter, Parmesan, Grünkohl, rote Beeteblätter, Mangold. In einem großen Topf / 2 Liter Wasser aufsetzen. Sobald es kocht, 125 Gramm feine Instant-Polenta hineinrieseln lassen. Sehr großzügig salzen und wieder zum Kochen bringen. Während die Polenta andickt, 75 Gramm angewärmte Creme Double Soakbutter und 35 Gramm geriebenen Parmesan einrühren. Ungefähr 180 Gramm geputztes, gewaschenes Winterblattgemüse, Grünkohl, rote Beeteblätter oder dünnstielige Mangold in handhabbare Stücke zupfen oder schneiden und die Blätter 1-2 Minuten dämpfen. Gründlich abtropfen lassen und mit der gekochten Polenta und noch mehr geriebenem Parmesan servieren. Wer möchte, gibt noch etwas geschmolzene Butter oder gutes Olivenöl darüber. Für 2 Personen. Wenn Polenta kocht, brodelt sie wie ein Vulkan. Passen Sie gut auf, sonst verbrühen Sie sich an den Spritzern. Halten Sie die Temperatur auf mittlerem Niveau und rühren Sie regelmäßig mit einem Holzlöffel um. Achten Sie dabei darauf, bis ganz in die Ecken zu rühren. Denken Sie daran, je länger sie kocht, desto fester wird Ihre Polenta. Die Konsistenz von Polenta ist etwas Persönliches. Ich mag meine weich an der Grenze zum Suppigen, andere bevorzugen es, wenn sie fast kuchenartig ist. Das oben angegebene Polenta-Wasser-Verhältnis ergibt eine eher steife Konsistenz. Geben Sie mir Creme Double, Butter oder sogar heißes Wasser.